Ich wollte hier so eine Allee machen. Ich probiere das jetzt mal aus. Rembrandtstraße. Nein, das ist der falsche Ort, um das auszuprobieren. So, also, was schwebt mir vor? Was hatte ich in dem Kopf? Ich hatte folgende Idee für ein Straßenlayout. Und zwar wollte ich das hier so. Dann das hier so. Und das hier so. Jetzt geht das aber nicht ganz. So, jetzt hätte ich das so parallel. Ja, doch, so wird's gehen. Ich probiere das mal. Die Hoffnung, dass der nicht andockt. Ja, er hat angedockt. Das muss man dann testen. So. So geht das nicht. So geht's. Nicht ganz perfekt. Warte mal, lade ich ja. Okay, so. Hä? Wie Sackgasse? Ach so. Deshalb war es Sackgasse. So. Jetzt habe ich hier doch das geschafft. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier so eine kleine Sackgassen, so ein kleines Sackgassenviertel machen. Ob dann die Menschen auch hier bleiben oder nicht. Ich wollte dieses Layout mal ausprobieren und ich merke, es funktioniert nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Nichtsdestotrotz können die Menschen jetzt hier so ein bisschen langlaufen. Das tut denen schon gut. Was denen noch besser tut, ist, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, nein. Hier den so. Dann hier sowas ermögliche. Okay. Wartet auf Krankenwagen. Habe ich genug Krankenwagen? Aktive Fahrzeuge 0 von 31. Warum? Warum 0 von 31? Muss ich den hier so hinschieben? Nein.
Hä? Habe ich jetzt tatsächlich ein Krankenhaus, das mir einfach nichts bringt? So. Muss ich das jetzt verstehen? Pharmazeutika, aber... Ah, jetzt! Jetzt? Jetzt funktioniert's. Okay, hier staut es sich. Und hier. Hier habe ich schon vierspurig. Warum wollen die alle eigentlich immer so durch? Da geht's vier. Da könnten die vierspurig so. Aber wohin möchten die? Die möchten, glaube ich, hier rüber, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich muss das unterbinden. Weil wenn ich jetzt hier sage, nur noch in die Richtung... Hier sagen wir mal, geht's nur noch in die Richtung. So. Okay, das war scheiße. Jawohl. So, aber jetzt hier... A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Ich hab 'ne Idee. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon Radio with J. Thomas Hornbuck. And we're pervading some of the finest classical music on the air. Keep that dial right here. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. So. Und jetzt mal schauen, wie der Verkehrsfluss so wird. You can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. Die Straße geht weg. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. So. Und jetzt kommt dann die Nachfrage für mehr Leute, die hier einziehen wollen. Okay. Ihr habt das starke Verlangen nach nochmal einen kleinen Parkplatz. Gut.
Gar kein Problem. Wir können hier das gerne so machen. Fußballplatz, American Football Field, nein. Freiluft Fitnesspark. Passt so knapp nicht rein. Aber hier zum Beispiel. Skatepark. Ja, genau, so soll man doch das machen. So ein bisschen hier in der Nähe. Kann man dann sich unterhalten. Was für unterhalten? Kann man sich zur Unterhaltung treffen und so. Und auch hier gibt's dann eine Gerade, die so rüber geht. Ich glaube, ich schau mal mir den Untergrund an. Komme ich hier in den Untergrundmodus, indem ich einfach Minus drücke. Okay, hier haben wir eine Autobahnausfahrt. Hier geht eine Autobahn durch. Da hat sich ein Unfall in der Autobahn ergeben. Das hier sind U-Bahn-Stationen. Okay. Das bedeutet aber, die nächste Autobahn wäre hier. Das heißt, ich könnte theoretisch hier, nein, ich will dieses Teil hier. Könnte theoretisch doch hier eine Autobahn unterirdisch machen. Die sich dann hier so erschließt. So. Und dasselbe Prinzip können wir hier so können hier die Leute dann auf die Autobahn drauf und runter. Dann kommen die dann irgendwie, wo kommen die dann? Hier rauf und hier raus. Irgendwie so. Hier staut es sich, weil alle rechts rüber wollen. Okay. Die Autobahn funktioniert überhaupt nicht richtig. Hier staut es sich nämlich auch schon. Was passiert, wenn ich hier eine vierspurige mache?